Yo Freunde, das ist Sophia, ich bin Jim. Wir sind heute hier bei der Bonner Lokalzeit beim WDR und schauen hier mal ein bisschen hinter die Kulissen. Viel Spaß! Wir sind hier mit dem stellvertretenden Studioleiter. Jörn Bergmann heiße ich. Guten Tag. Fangen wir mal mit dem Groben an, mit dem WDR. Was heißt überhaupt WDR? Westdeutscher Rundfunk. Gut, und wie ist der überhaupt aufgebaut? Ja, es gibt im Grunde drei Bereiche, wo wir Inhalte für produzieren, fürs Radio, fürs Fernsehen und fürs Internet. Und das, worum wir uns hier kümmern, ist halt Fernsehen. Der WDR hat in Nordrhein-Westfalen 11 Landesstudios. Bonn ist eines davon, eines der jüngsten, gerade 10 geworden im vergangenen Jahr. Und wir produzieren hier für die Region Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, Euskirchen jeden Abend eine halbe Stunde regionales Fernsehen. Also wir sind gar nicht jetzt ausgerichtet, dass wir jetzt irgendwie was weiß ich aus Kultur und Sport und sonstigen politischen Themen irgendwie eine Sendung zusammen basteln, sondern wir versuchen so ein Gespür dafür zu entwickeln, was sind eigentlich die Themen, die Menschen hier in der Region bewegen, worüber sprechen die, worüber reden die Leute in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit, und das versuchen wir zu erspüren und dann daraus irgendwie Fernsehen zu machen. Und jetzt würde mich mal interessieren, die Lokalzeit ist ja, wie der Name schon sagt, lokal. Was unterscheidet denn die Recherche hier von anderen Formaten, von Nachrichten wie zum Beispiel der Tagesschau oder ähnlichen Formaten? Naja, ich glaube, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir zum Teil sehr viel näher an den Themen dran sind. Und wenn wir was von Geschichten mitbekommen, wir ganz oft den direkten Kontakt haben zu den Leuten, die Geschichten erlebt haben. Das ist anders, als wenn das in der Tagesschau der Fall ist. Da gibt es dann offenbar irgendwie oder ganz oftmals ein Thema, was jetzt, was weiß ich, im Bundestag oder so stattfindet. Und dann versucht man, wenn man das Thema schon hat, eigentlich die Protagonisten zu finden, mit denen man das dann erzählen kann. Bei uns ist der Weg ganz oft andersrum, dass die Protagonisten sich an uns wenden und sagen, ich habe irgendwie ein Thema und das würde ich gerne irgendwie euch mitteilen, und das nutzen wir dann fürs Programm. Insofern sind wir, glaube ich, dann irgendwie schneller auf der einen Seite und auch wirklich ein bisschen näher dran. Ich dachte immer, der WDR ist vom Staat finanziert. Müssen Sie sich denn dann auch Gedanken darüber machen, wie Sie das finanzieren? Naja, vom Staat sind wir nicht finanziert, sondern wir sind vom Beitragszahler finanziert. Es gibt ja den Rundfunkbeitrag, da zahlt man pro Haushalt eine Abgabe von 17 Euro ungefähr im Monat. Und mit dem Geld werden wir finanziert. Und der WDR überlegt sich natürlich, was er alles machen möchte an Programmen. Und wenn man sich überlegt hat, was man alles machen möchte, dann kann man eben gucken, wie viel Geld man dann zum Beispiel für die Lokalzeiten zur Verfügung hat. Dann wird also Geld verteilt. Und dann kriegt man halt, genauso wie, was weiß ich, man als Jugendlicher sein Taschengeld bekommt, ein bestimmtes Budget, mit dem man dann ein Programm machen kann. Und da muss man eben gucken, dass man am Ende des Jahres damit auch klarkommt. So, wir sind jetzt hier mit der Sonja Fuhrmann von der Lokalzeit. Ja, wir haben herausgefunden, dass Sie Rechts- und Politikwissenschaften studiert haben. Wie kommt man von Rechts- und Politikwissenschaften nach Bonn in die Lokalzeit? Naja, es ist ja immer ganz gut, wenn man irgendwas studiert. Es ist das Eintrittsticket sozusagen ins Volontariat, und das Volontariat ist wiederum das Eintrittsticket in eine journalistische Laufbahn. So. Das habe ich mich gestern schon gefragt. Vielleicht können Sie mir kurz erklären, was ein Volontariat ist. Ein Volontariat ist sozusagen die Lehre, die Ausbildung, die wir Medienleute absolvieren müssen, bevor wir rangelassen werden vor das Mikrofon oder vor die Kamera. Was gefällt Ihnen hier am meisten, dass Sie sich entschieden haben, hierher zu kommen und hier zu arbeiten und hier überhaupt zu bleiben?
WDR schätze ich das Betriebsklima, hier gerade in Bonn auch. Wir sind ein sehr kleines, aber nettes und kollegiales Team, was nicht unbedingt in jedem Business und der Medienbranche unbedingt gegeben ist. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich finde, die Mitarbeiter kommen fast alle hier aus der Region, was ich ganz schön finde. Man kann sich auch privat ein bisschen austauschen, sich Tipps geben, welches Restaurant gut ist, welche Schule taugt. Und das ist natürlich schön. Wie sieht der Job eines Moderators überhaupt aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme mittags um 12, dann geht es in eine Konferenz. Da werden die Themen nochmal festgezurrt, die natürlich vormittags schon geplant werden. Das heißt, ich weiß dann um 12, halb eins ungefähr, was auf mich zukommt. Dann recherchiere ich nochmal das ein oder andere, schreibe meine Moderationstexte, bereite das Interview vor. Ich habe ja meist auch einen Interviewgast, wie ihr vielleicht als Lokalzeit-Zuschauer wisst. Um 4, 5 rum gehe ich in die Maske. Um 18 Uhr ist die erste Sendung, die kleine Show, und um 19.30 Uhr dann die Lokalzeit. Haben Sie denn vielleicht Tipps, wie man ein gutes Interview gestaltet, wenn Sie das auch selber beruflich machen müssen? Gutes Interview setzt Empathie voraus, sich in den anderen reinfühlen, sich informieren über den anderen und ganz, ganz wichtig, was die meisten Kollegen nicht machen, gut zuhören. Und sich vielleicht auch mal, das war jetzt nicht an dich gerichtet, sich vielleicht auch mal von dem vorbereiteten Faden, den man hat, den du ja auch hast, wie ich sehe, vielleicht mal lösen und einfach mal nachhaken, wenn es gerade spannend wird. Also ich habe jetzt zugehört, ich soll gut zuhören. Richtig. Erste Lektion bestanden. Ein wundervoller Tag beim WDR geht zu Ende. Der Jim und ich hatten super viel Spaß. Wir haben tolle Leute kennengelernt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und Cut.